Ja, warum immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe? Denn hier, auf diesem Bolzplatz im Auerwelsbachpark, habe ich als kleiner Stadtstreicher viele Stunden verbracht. Und deswegen wird es auch Zeit, meinen Heimatbezirk, den 15., bis auf das Nibelungengrätzl, das ich ja schon einmal ausführlich beleuchtet habe, endlich mal vorzustellen. Und abgesehen von Bäumen und Wiesen gibt es hier auch, in dem Bereich, wo vor vielen Jahren noch ein Kinderfreibad war, junge Damen. Hier Sarah und die etwas stämmigere Johanna, die zwei sogenannten Flammenfrauen. Deutlich älter als die zwei Damen im Auerwelsbachpark ist jener Herr hier, der an der Gabelung-Linzer Straße, Maria-Hilfer Straße sein Standbild hat, nämlich der heilige Johannes von Nepomuk. Vorbei an der Remesia Rudolfsheim geht's weiter. Und vorbei am Fünfhauser Hochhaus, wobei hier früher ein bei Weitem nicht so hohes Haus stand, nämlich der Gasthof zum Schwarzen Adler, inklusive durchlaufender Passantin. In der Dreihausgasse entdecke ich am Haus Nummer 42 dieses Mosaik. Hat offensichtlich was mit Kultur zu tun. Und am gleichen Gemeindebau, der aber auch die Adresse Schwendergasse 37 hat, sehen wir hier mal von oben nach unten das Wappen von Dreihaus. Eine Tänzerin und einen Kürassier aus dem 19. Jahrhundert. Versetzt dazu haben wir hier Ferdinand Raimund als Aschenmann in der Bauer als Millionär und darunter noch eine Dame oder einen Herrn, keine Ahnung, wenn es eine Dame ist, dann hat sie auf jeden Fall zu Hause die Hosen an. An der anderen Hausecke haben wir hier zunächst eine Marktfrau und einen Nachtwächter aus dem 19. Jahrhundert und versetzt dazu hier zunächst einmal ein Bild für den Ortsteil Braunhirschen, darunter einen Bandelkramer und eine Dienstmagd. Alles als Mosaik gestaltet. Ebenso wie dieses Mosaik an der Schwendergasse 33, das sich offensichtlich mit den gesunden Genüssen des täglichen Lebens, also mit Obst, auseinandersetzt. Habt ihr alle erkannt? Was für manche jetzt vielleicht wie ein Geschmier aussehen möge, ist für andere auch als Kunst zu bezeichnen. Und von der Stadt Wien wurde es ursprünglich installiert als Wand der Sprachen am Schwendermarkt. Am Haus Stadlergasse 12 bis 20 finden wir hier diese offensichtlich Marktszenen bei der Nähe zum Schwendermarkt durchaus verständlich. Ein großflächiges Mosaik am Paul-Richter-Hof in der Stadlergasse 5 bis 9 dürfte offensichtlich Szenen aus dem vorigen Jahrhundert zeigen. Im Gemeindebau selber sehen wir über den Eingängen zu den einzelnen Stiegen verschiedene Reliefs, ich würde mal sagen, zum Arbeitsleben. Hoppala, da hat sich ein Exhibitionist eingeschlichen. Und die zwei ziehen offensichtlich nicht an einem Strang, oder? Am Haus Schwendergasse 7 bis 13 wird hier soeben ein Bäumchen gepflanzt, allerdings das wohl schon länger, da es auf einem Mosaik verewigt ist. Skulptur nannte Künstler Ignaz Semlitsch schlicht und einfach dieses Kunstwerk, da wo die Rheindorfgasse auf die Marienhilfer Straße trifft. Und bei diesem Objekt in der Rheindorfgasse 29 würde mich interessieren, wie es heißt. Diese Dreifaltigkeitssäule finden wir bei der Rheindorfer Pfarrkirche.
In der Kirche selber finden wir eine lebensgroße Krippe und den mit Weihnachtsbäumen seitlich geschmückten Hochaltar. Und hier ist der leider nicht lebende Beweis, dass im Dörfchen Braunhirschen früher tatsächlich keine weißen Hirsche unterwegs gewesen sein dürften. So, nun die Quizfrage zum Tag. Was fehlt bei diesem Baum, der gegenüber der Hirsche in der Braunhirschengasse zu finden ist? Na Logo, der Baumkraxler. Sechshauser Straße 71 ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen stand hier früher das Sechshauser Bezirksspital. Zum zweiten ist jetzt eine Schule in diesem Haus, die offensichtlich mit einem besonderen Schutzengel auf ihre Schüler aufpasst. Und zum dritten gibt es ein wunderschönes Wiener Stadtwappen mit dem Doppelkopf aus der Monarchie. Über 120 Jahre alt ist dieses, ich würde sagen, vorbildlich renovierte und wiederhergestellte Haus Ecke Heinicke Gasse, Sechshauser Straße. Und da nehme ich noch gleich ein paar Details von dieser Fassade mit. Natur und Kunst nebeneinander, das gibt es in der Ölweingasse 21, wobei ich bei diesem Kunstwerk jedem selber überlasse, was sie oder er sich darunter vorstellen kann. Bundesrealschule heißt natürlich das Gymnasium am Henriettenplatz schon lange nicht mehr, aber schon lange steht davor diese Marienstatue, deren vier Zusatzheilige ich hier auch nochmal ganz rasch umrunden werde. Bei diesen zwei heiligen Figuren an den Ecken Kranzgasse, Herklotzgasse sieht man sehr gut den Unterschied, wie man Häuser als Hausbesitzer erhalten kann. Gut oder nicht so gut. Und bei diesem Bild bitte einfach mal selber lesen. Frei nach Pippi Langstrumpf, eins mehr als fünf macht sechs und die Sechshauser Straße hat viele alte Gründerzeithäuser zu bieten. Die auch, wie hier Nummer 39, mit reichhaltigem Fassadenschmuck versehen sind. Diese starken Damen an diesem Erker, tragende Figuren, nennt man übrigens Choren. Karl Anton Wolf zeichnet für die Form dieser technischen Form 3 am Sparkasserplatz verantwortlich. Putti-Gruppen, die sich offensichtlich irgendwie mit der Arbeitswelt beschäftigen, sind beiderseits dieser Mutter Gottes am Haus Rauchfangkehrer Gasse Nummer 4 zu finden. Und wer sich jetzt mit lateinischen Zahlen auskennt, der weiß, wann das ehemalige Finanzamt Ecke Ullmannstraße, Kellingasse gebaut wurde. Wer es noch nicht weiß, dem verrate ich es jetzt, 1888. Also ein klassisches Gründerzeithaus mit dem Doppeladler der Monarchie oben und zwei kriegerischen Amazonen. Hans Fischer verdanken wir dieses Mosaik in der Kellingasse 3, das zunächst mal den Stephansdom zeigt, späterhin den heiligen Georg und ganz oben natürlich den braunen Hirschen für Braunhirschen. Wer hingegen diese verspielten Zicklein am Haus Nummer 5 in der Kellingasse gemacht hat, wissen wir leider nicht.
Dieses freundliche Hippopotamus oder wer damit nichts anzufangen weiß, Nilpferd empfängt mich im Hof des Gemeindebaus in der Goldschlagstraße 107. Und auch dieser heulende Wolf ist im Hof eines Gemeindebaus versteckt, nämlich in der Sturzgasse 12. Einer der bereits angesprochenen Gründerzeitbauten steht jetzt nicht in Fünfhaus, sondern in Rudolfsheim, wo ich mittlerweile gelandet bin, und es ist der Karl-Lueger-Hof. In der Selzergasse 20 bis 22. An der Mauer von Ionstraße 77 finden wir dieses Relief. Könnte was mit Arbeit zu tun haben oder mit Familie. Wohingegen es an der Ionstraße 81 wohl eher um Natur geht. Tja, wie könnte wohl diese Vogeltränke in der Überseestraße 13 bis 19 heißen? Ganz logisch, Liegender Jüngling. Und auf der Schmelz, wo sich hinter Bäumen das Universitätssportzentrum versteckt und eine größere Sportanlage befindet, nebst vielen Schrebergärten, war früher die erste Heimstätte des österreichischen Fußballrekordmeisters Rapid. Nachdem die größte Fünfhauser Kirche zurzeit eine einzige Baustelle ist, konzentrieren wir uns also auf die Rudolfsheimer Pfarrkirche am Kardinalrauscherplatz. Mit ihrem links vom Haupteingang stehenden einzigen Turm und einer Pietà. In der Kirche fallen sofort die wunderschönen Glasfenster auf. Und die Weihnachtskrippe ohne Ochs und Esel. Wie soll man denn da dann nach Ägypten kommen ohne Esel? Vor der Rudolfsheimer Pfarrkirche wurde die Wasserwelt installiert, die momentan aber vor allem von den Vögeln der Stadt bevölkert wird, zumindest ein bisschen. Nun, der Künstler dieses Kunstwerkes hat wohl schon ein bisschen an die Solarenergie gedacht. Zumindest sehen seine Platten fast so aus. Naja, ein echter Grüner, der Herr Alois Rohrauer, im Rohrauer Park an der Gablenzgasse. Tatsächlich war er der Begründer der österreichischen Naturfreunde, also doch wieder ein Grüner. Und als solcher hätte er sicher an diesem Fisch gleich gegenüber in der Marischgasse 32 seine Freude gehabt. Dass darauf noch ein Putto sitzt, was soll's. Ich finde, mit abstrakter Spielplastik hat der Künstler Walter Auer diesem Ding tatsächlich den idealen Namen verpasst. Wogegen Engelbert Lanzenberger mit dieser sitzenden abstrakten Figur vielleicht ein gewisser Prophet war, was die heutige Gender und diverse Geschlechtlichkeit betreffen könnte. Ja, und ihn gibt's nicht mal im Zoo Schönbrunn. Es ist nämlich an den kurzen Ohren erkennbar ein indischer Elefant. Seine Adresse Gablenzgasse 41. Vielleicht etwas kantig, könnte man sagen, aber immerhin wenigstens weiblich und nicht als divers erkennbar. Hier am Grimhilplatz 2 brauche ich keine Eulen nach Athen zu tragen, denn die haben ihren Platz an der Hausmauer. Am Burianplatz vor der Neufünfhauser Pfarrkirche sind einige alte Objekte vom ehemaligen Schmelzer Friedhof für die Nachwelt erhalten worden. Auch diesen Erker in der Rosinergasse 2 tragen zwei von diesen starken Damen namens Choren.
Dafür liefert das Haus Rosinagasse 7 den Beweis, nicht nur Damen können Häuser stützen, sondern auch Herren. Dann heißen sie allerdings Atlanten. Das Amtshaus für den 15. Bezirk in der Rosinagasse Gasgasse hat einige wunderschöne Fassadendetails und über dem Haupteingang, wenn man genau schaut, wieder mal diese starken jungen Damen. So viele Züge gehen, wer weiß wohin. Und mancher sitzt sein Leben lang im falschen Drehen. Na, das musste jetzt leider sein. Aber Züge passen natürlich zum Westbahnhof. Und der Westbahnhof, einer der zwei großen Bahnhöfe Wiens, früherer Kaiserin Elisabeth Bahnhof. Und auch eigentlich ein guter Abschied für diese Folge des kleinen Stadtstreichers, die endlich mal meinen Heimatbezirk präsentiert hat. Und ich mache mich dann mal auf den Heimweg.